Freunde, bevor das Video jetzt hier anfängt, wichtige Hausnummer, ja, ganz, ganz wichtig. Ich streame heute Abend wieder mit Romatra, beziehungsweise heute Nachmittag gegen 16 Uhr, 16.30 Uhr ungefähr wollen wir anfangen. Wir wollen in der Sky Factory eine riesige Überraschung machen für Trimax und, ganz, ganz wichtig, meine Freunde, vorher gibt es ein kleines Community-Event, zwar das krasseste, was es bis dato gegeben hat. Haltet auf jeden Fall die Augen offen, wenn der Stream online geht. Es gibt nochmal Community-Post hier auf YouTube. Wir sehen uns heute Nachmittag beim Livestream. Bis gleich. Peace out. Ciao, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem wunderbaren Video und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Fiverr. Attention. Die letzte Episode sollte ungefähr 1,5 Jahre her sein, weil das Video damals nicht gezündet hat. Versuche es jetzt einfach nach 1,5 Jahren nochmal. Das ist ganz stark. Meine Freunde, ich habe mir heute Folgendes ausgedacht. Ihr wisst ja, dass ich der beste Mensch bin, also wenn es eigentlich ums Menschensein geht, aber auch der beste Mensch, wenn es darum geht, tatsächlich Minecraft-Häuser zu bauen und tatsächlich in diesen auch dann eine tolle Zeit zu verbringen. Du hast ein viereckigen Scheißhaus gebaut. Jetzt ist es aber so, dass ich sehr viel unterwegs bin momentan und eigentlich gar keine Zeit habe, mir geile Häuser zu bauen. Und ich dachte mir, meine Freunde, da wäre es doch eventuell gar nicht so verkehrt, wenn ich eventuell hier einfach mal Minecraft eingebe. Denn ich bin mir sicher, meine Freunde, dass es hier irgendeinen geben wird, der tatsächlich für ein bisschen Geld mir eine Minecraft-Map bauen wird. Und ich würde sagen, meine Freunde, wir schauen einfach mal rein. Let's go! Oh, haben Sie das gehört? Ich habe mir natürlich da ein paar Gedanken gemacht, meine Freunde. Nicht nur, dass ich mir überlegt habe, was das Haus überhaupt sein soll, beziehungsweise wie das aussehen soll. Nein, sondern auch tatsächlich, dass ich drei verschiedene Leute gerne anhauen würde. Ich würde gerne jemanden haben, der für 5 Euro oder für 5 Dollar circa ein Haus baut. Ihr seht hier oben, ich habe noch 4,82 Euro. Das sollte ja reichen. Dann jemand für 20 und dann jemand für 50. So um den Dreh habe ich mir irgendwie überlegt. Hier gibt es auf jeden Fall eine Menge Leute, die haben ein paar tolle Bewertungen. Der hier zum Beispiel Minecraft-Intros und sowas gemacht. Fände ich persönlich auch mal ganz geil, wenn wir sowas beauftragen. Wenn ihr Bock auf sowas habt, meine Freunde, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, wir fangen aber erstmal an mit ein paar Minecraft-Gebäuden oder Gebilden, Leute. I will build any kind of Minecraft-Builds für 57 Euro. I will create a new building in Minecraft. Okay, der nimmt 14 Euro und der Typ hier nimmt 5 Dollar, beziehungsweise 5 Euro. I build whatever you want in Minecraft für 25 Euro. I will make a Minecraft Animation for you, auch nicht schlecht, für 91 Euro. I will build your Minecraft Imagination. Das Ding ist, ich möchte am liebsten Leute haben, die I will Minecraft PvP, I'm the best. Ah ja, für 160 Dollar. Ja, stark. Ja, das ist stark, das ist gut. Das brauche ich. Vielleicht sollte ich mir Minecraft PvP Training kaufen. I will improve your creative design skills on Minecraft für einen 10er. Das brauchen wir nicht, meine Freunde. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal ganz kurz nach der besten Bewertung. Bestseller. One more filters. Was haben wir denn hier irgendwo? Level 1, gibt es hier nicht irgendwie Sterne? Also kann ich hier nicht irgendwie nach... Nee. I will teach you how to be a Minecraft PvP God. Okay, das können wir beim nächsten Mal dann vielleicht angehen. I will build anything you want in Minecraft. I will build whatever you want in Minecraft. Okay, die haben alle nur eine Bewertung tatsächlich. Außer der Dude hier oben, der hat 23 Bewertungen. Und der Typ hier hat auch 23 Bewertungen. Der hat 2 Bewertungen, die relativ gut sind. Und der hat auch nochmal tatsächlich ganz gute Bewertungen hier. Ja, ich würde sagen, meine Freunde, wir nehmen einfach mal genau diese Leute jetzt hier. Zwar hat der Kerl jetzt hier nicht so geile Sachen, wobei eigentlich sieht das schon ganz stabil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Okay, meine Freunde, ich würde sagen, ich schreibe mal ganz kurz einen kleinen Text und dann fangen wir einfach direkt an mit dem, was ich mir hier eigentlich vorgestellt habe. 5 Tage Delivery, 10 Tage Delivery, 5 Tage Delivery. Ja, 10 Tage Delivery natürlich, das ist ein bisschen viel. 10 Tage, das dauert mir zu lange. Das ist sowieso der für 15 Dollar, der hat aber 21 gute Bewertungen. Dauert halt bei ihm 10 Tage. Ist natürlich die Frage, ob wir das machen wollen oder ob wir vielleicht jemand anderen wählen. Premium including Spawn Point, Market Library. Okay, was hat er denn? Including Spawn Point. Okay, das ist ein Spawn von einem Server. Das will ich ja eigentlich nicht haben. One nice story house, including. Okay, Standard. Excellent 2 story house. Okay, Premium. Astounding 2 story manor, including Furniture, Palm, Pool und Garage Basement. Bubble. Ich glaube, den nehmen wir hier, Leute. Ich glaube, den nehmen wir, weil der baut mir hier ein dreigeschossiges Haus mit einer Treppe und sowas. Also, wenn das hier so in die Richtung geht. Och ja. Warum eigentlich nicht? Ich meine, dafür jetzt 5 Dollar zu bezahlen, sehe ich jetzt irgendwie nicht. Aber sowas ganz Fettes, warum eigentlich nicht? Sollten wir tun. So, der Typ macht hier tatsächlich any kind of Minecraft Map. Der macht das hier für 100 Dollar, macht er uns eine richtig fette Map. Ich hätte gerne 10 Tage, braucht er auch schon wieder. Das ist in Ordnung, würde ich sagen. Und der Typ hier hat auch nochmal ein Premium-Angebot. One or two...
Okay, gut. Der hier macht mit einem Smaller Sized. Okay, der hier macht es für einen 10er. Der hier für 15 Euro. 10, 15 und 100 Euro wahrscheinlich. Das 100 Euro Ding wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, meine Freunde. Aber ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Der hier baut mir ein Detailed Build. Sehr schön. Der hier baut mir etwas für 100 Euro. Und der hier baut mir etwas für 15 Euro. Alles klar. Warum auch nicht? Warum sollte ich nicht für Minecraft-Gebäude so viel Geld ausgeben? Ich würde sagen, wir fangen mit dem Kerl hier an und erklären ihm erstmal ganz kurz, was ich möchte. Okay, die extra 4-Day Fast Delivery möchte ich auf jeden Fall haben. Das wäre geil. Kann man das bei dem hier, by the way, auch machen? Hat der eine extra Fast Delivery? Damn, hat er nicht. Okay. Hat der hier eventuell eine? Ah, dann nehmen wir doch die 50 Euro. Ah, hier. 5 Euro. 5 Tage für 50 Euro. Das sollte passen. Und der Kerl hier nimmt einen 10er für 30 mehr Minuten. Oder hier kann ich nochmal ein bisschen mehr bezahlen für ein extra kleines Gebäude. Nee, ich würde sagen, wir nehmen hier auf jeden Fall die extra Fast Delivery. Also wir haben einmal 10 Euro, einmal 20 Euro und einmal 50 Euro. Ich würde sagen, wir fangen erstmal hiermit an. Der hat jetzt auch nicht so die besten Bewertungen, aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was der Kerl so drauf hat. So, ich zahle natürlich, das sind jetzt alles hier Zahlungsinformationen, die wollt ihr natürlich nicht sehen, deshalb, ich zahle mal ganz kurz und dann schreibe ich den Text. So, meine Freunde, ich habe gezahlt, das Ding kostet mich 9,64 Euro. Ich würde sagen, ich habe 90 Minuten hat er dafür Zeit. Also er macht sich eine anderthalb Stunden, macht er sich daran. Und ich würde sagen, meine Freunde, wir fangen einfach mal an. Ich habe mir natürlich was überlegt, was ich haben möchte, weil ich das Wort Fisch immer noch nicht aussprechen könnte. Meine Freunde, möchte ich gerne einen Minecraft-Fisch haben, auf dem, ja, also ein Haus mit einem Fisch und da soll irgendwie noch Trimax drin stattfinden. Aber ich glaube, wir machen bei dem Kerl erstmal generell ganz basic einfach ein Minecraft-Fischhaus. Grüße geht übrigens raus, Fisch ist das Game. I want nice looking Minecraft house at a coast. The house should look like a whale fish or something similar. Furthermore, I'd like you to include a skin of Trimax, maybe having the sexual intercourse with the house. Stop it. Get some help. Deliver as fast as you can. Look up my YouTube. It's totally amazing. Perfekt, Leute. Ich würde sagen, wir haben eigentlich soweit alles, was wir brauchen. Ich möchte von dem Typen tatsächlich ein schönes Haus, was auf der Küste steht, haben. Das Haus soll aussehen wie ein Walfisch und Trimax bzw. der Skin von Trimax soll mit dem Walfisch dann tatsächlich den anderen. Wie derjenige, der das umsetzt, ist mir tatsächlich komplett egal. Ich würde sagen, wir schicken das einfach mal so an alle drei raus und warten einfach mal ab, was dabei rumkommt. Bis dann, wir sehen uns dann, wenn das Ganze fertiggestellt worden ist. So Leute, Leo ist gerade auch noch hier und ich habe jetzt folgendes Problem, Alter. Ich musste eine Order canceln, weil der Typ einfach gar nicht mehr geantwortet hat. Das gibt's doch nicht. Der andere Typ, für den ich 60 Euro bezahlt habe, meldet sich gerade auch nicht mehr, Leute. Ich hoffe einfach, dass bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich den Take mit dem anderen Typen aufnehme, der zumindest delivered hat. Aber wir schauen uns mal an, was unser 20-Dollar-Boy gemacht hat, meine Freunde. Wir gehen also auf den Singleplayer, öffnen die Revinzard-Fiverr-Welt und ich bin mal gespannt, Leute, wie das da jetzt aussieht. Was der jetzt da gemacht hat, Leute. Wie der das Junge, dafür habe ich jetzt 20 Dollar bezahlt? Dafür habe ich 20 Dollar bezahlt, Alter? Junge, das ist... Thanks. Thank you for bescheißing my gig. My build was hilarious and I hope it was funny. And was, I started YouTube, so I know... Digga, 20 Dollar? Warum ist das nicht größer? Ist hier da irgendwo ein Sequel oder so? Ich meine, der Skin sieht ja geil aus, keine Frage. Aber Leute, also tut mir leid. 20 fucking Dollar? Da bin ich raus, Leute. Das hätte ich selber bauen können. Ist da irgendwie... Da ist ein Scheißhaufen in seinem Gehirn. Leute. Oh Mann. Leo, ist es das wert? Ja. Ist es? Für den Lacher schon. Okay, ich meine, man kann ja sagen, was man will. Der Skin sieht schon extrem nice aus. Den hat er wirklich extrem nice gemacht. Und auch der Wal. Ist extrem geil. Das größte Verhältnis zwischen Trimax und einem Wal, naja, da müssen wir, glaube ich, nicht drauf eingehen. Trimax ist extrem groß und extrem breit. Er sieht aus wie ein Roblox-Skin. Also, ja, ich weiß halt nicht. Also, irgendwie hätte ich mir da dann doch vielleicht was Größeres irgendwie erwartet. Ich meine, tut mir leid, 20 Dollar sehe ich da jetzt nicht ganz. Ich hätte gesagt, 10 Dollar. Guck mal, man hätte hier zum Beispiel sowas machen können. Wisst ihr, man hätte halt
Trimax zum Beispiel noch Zähne geben können, Leute. Wenn man möchte. Guck mal hier. Einfach so eine schöne Augenbraue, Alter. Mega geil. Sieht schon viel, viel besser aus, Leute. Ich meine, er hat immerhin das gebaut, was ich gefordert habe. Und zwar wie Trimax halt ein Wal. Ne, das muss man ihm auf jeden Fall zugute halten. Also, theoretisch, er hat die Order ja erfüllt. So ist es nicht, ne? Jetzt muss man dazu sagen, es hätte ein bisschen größer und detaillierter sein können. Für $20 habe ich mir da irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Vielleicht bin ich auch da einfach falsch an die Sache rangegangen. Man sieht ja nicht mal hier den Undock-Punkt, ja? Also, man muss ja hier auch eigentlich mal sagen, dass man halt sieht, wo hier überhaupt passiert, was ich geordert habe, ja? Man hätte den Wal von innen jetzt noch ein bisschen größer machen können oder das Haus ein bisschen größer machen können. Und man hätte auch sicherlich hingehen können und irgendwie versuchen können, halt dem Ganzen ein bisschen mehr Tiefe zu geben oder so. Ich versuche das mal ganz hier ein kleines bisschen zu machen. Einfach mal hier so ein Ding, da hätte man hier zum Beispiel, sieht, finde ich, schon deutlich lustiger aus irgendwie. Also ja, alles in allem, Leute, ist es eine 7 von 10, würde ich sagen, oder eine 6 von 10. Bin ich jetzt nicht hundertprozentig überzeugt von, aber der Typ ist glücklich, dass er seine $20 bekommen hat. Ich hoffe, dass das Video mindestens auch $20 macht, damit ich das hier irgendwo steuerlich rechtfertigen kann. Ansonsten, Leute, bin ich da raus. Jetzt heißt es einfach nur noch hoffen und warten, dass der andere Typ, für den ich einfach $50 bezahlt habe, sich endlich mal meldet. Ich meine, what the fuck, Leute? Das ist schon echt dreist, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, alles im Allen finde ich so ganz gut. Ich finde, Trimax braucht auf jeden Fall noch einen Schnurrbart, Alter. Also und schon ist es mein mexikanischer Großcousin. Super. Warten wir einfach mal ab, was das nächste Bild dann bringt, falls der Typ sich überhaupt nochmal meldet. Ich würde sagen, wir sind damit durch und schauen uns dann einfach das nächste Bild an. Peace out. So, Leute, guck mal hier. Endlich hat's geklappt. Der Dude mit dem 60-Euro-Haus hat sich gemeldet. This world was last play the version 1. Der hat auf 12.2 gebaut. Alles klar, Leute, ich weiß, was ich tue. Wir schauen uns das jetzt an und gucken mal rein, was der Kerl für 60 Euro hier für ein Minecraft-Haus gebaut hat, Alter. Ich bin echt mal gespannt. Er hat mir immer wieder lol. Oh, lol. Ach so, ah ja. Oh mein Gott, Leute. Hey, das ist ja mal insane groß. Oh, Leute, guckt euch mal bitte das Detail an auf diesem Ding hier. Das ist aber anders crazy. Ist da innen drin was gebaut? Nee, innen drin hat er es leer gelassen, glaube ich. Aber hier ist so ein bisschen Glas noch und so. Also man kann hier auf jeden Fall reingucken. Es hat so eine doppelte Wand. Oh mein Gott, Leute. Schaut euch dieses Gebilde mal an. Holy shit, Mann. Das ist einfach so eine Art Schildkröte. Ja, so ein Wal. Wal/Schildkröte? Lol. Okay, er hat auf jeden Fall nicht das gebaut, was ich wollte. Also, wir haben auf jeden Fall hier so eine richtig schöne Unterwasserlandschaft, Leute. Auf so einer schwebenden Insel hier. Ey, das sieht schon ziemlich krass aus, muss man sagen. Das hat er echt gut geterraformt, Leute. Guck mal, also, der Trimax-Skin an sich sieht richtig, richtig geil aus. Vor allen Dingen ist es halt von der Proportion her mal richtig nice. Trimax ist ein Stück weit größer als der Wal. Aber Leute, das sieht echt schon aus wie eine riesige Spawn-Insel oder sowas. Das könnte man eigentlich für irgendeine Map oder sowas ganz geil gebrauchen. Keine Ahnung, also irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, Leute, ich gebe das an Revi-Server weiter. Da muss man irgendwie eine Mini-SG-Map draus machen, eine Survival-Games-Map oder sowas, wo man hier in den Wal noch reinkommt oder so. Wäre ja dumm, wenn man das wegwirft. Ey, das ist echt crazy, Leute. Guck mal bitte, wie dieser Wal hier aussieht. Und hier an der Seite kommt nochmal so ein Delfin raus aus, was ist das, aus Glas? Hier jetzt überall so Luftblasen. Die Luftblasen kommen einmal hier unten aus dieser Seeanemone hier. Krass, Alter. Der Wal hat einfach oben dieses Pothole nicht, dieses, wie heißt das, dieses Loch, wo ein Wal draus atmet und pups und alles. Keine Ahnung, wie das heißt. Jody, wie heißt das? Walloch. Wie heißt das? Atemloch. Ja, ganz genau. Der Wal hat kein Atemloch. Eigentlich wollte ich das Trimax mit dem Wal, aber das hat er gesagt, darf er nicht bauen, weil die Regeln dagegen verstoßen. Aber das ist schon krass, oder? Aber eine Sache, die fehlt natürlich. Und zwar, Leute, die müssen wir hier selber bauen. Wir machen hier ganz kurz ein Loch rein. So. Denn ich wollte ja, dass Trimax Genital da irgendwo abgebildet ist. So, Leute. So, guck mal hier. Perfekt, oder? Besser? Ey, das ist mega geil, ne? 60 Euro dafür, auf jeden Fall das Geld wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Typ hat auf jeden Fall richtig reingehasselt. Also in der Theorie hätten wir hier oben wirklich verschiedenste Etagen, die wir bauen können. Das ist ja alles so ein bisschen geclusterfuck. Aber wenn ihr wollt, Leute, dann mache ich mal ein riesiges Makeover von dem Ding. Und dann bauen wir einen riesigen Park rein oder irgendwie, weiß ich nicht, einen Wasserpark oder sowas. Oder, weil ganz ehrlich, die Möglichkeit ist ja da. Also guck mal, ich meine hier sind auf jeden Fall eine Menge doppelte und dreifache Böden und alles. Und hier ist alles, oh, das ist komplett massiv gebaut, sehe ich gerade hier, ne? Das ist nicht hollow von innen, warte mal ganz kurz. Ja, es ist von innen komplett massiv. Cool wäre es gewesen, wenn es hohl gewesen wäre, aber ich meine, das kriegt man auch wieder ausgehöhlt, das ist kein Problem. Leute, 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 Alter, das ist schon echt krass, Mann. Das ist schon ziemlich insane. Vor allen Dingen, wenn man halt überlegt, dass hier nochmal Glas und sowas drin ist. Es hat auf jeden Fall sämtliche Sachen, die ich mir gewünscht habe. Es sollte ein Haus sein und es sollte halt aussehen wie Trimax, der mit einem Wal verkehrt. Verkehrt mit einem Wal, keine Frage. Nur halt nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Ich mache mal ganz kurz die Wolken aus. Sondern auf eine andere Art und Weise. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung, Leute. Das passt vollkommen. Das gefällt mir auch echt cool hier, diese kleinen Detail-Elemente. Sau geile Arbeit, wirklich. Also Leute, der hätte ich auf jeden Fall echt, also
Hätte ich nicht besser hinbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Extrem stark, Aesthetic Goddess an der Stelle. Wie gesagt, jetzt wo der Lulli da auch runterhängt, Leute, passt das wirklich. Das ist wirklich perfekt, Leute. Genauso sieht Trimax aus. Ich würde gerne noch eine Sache machen, die ich ja schon beim letzten Bild bemängelt habe, meine Freunde. Zähne sind das A und O bei einem Lebewesen. So eine kaputte Kaureihe, die ist True Trimax ganz gut. Ist schon viel, viel besser, Alter. Hätte den Bizeps hier noch ein bisschen größer machen können. Aber alles in allem, meine Freunde, echt eine 10 von 10. Muss ich ganz ehrlich sagen. Geisteskrankes Bild. Ja, was soll ich sagen, Leute? Ich bin super zufrieden mit den beiden Gebäuden, die ich bekommen habe. Schade eigentlich, dass ich das erste nicht bekommen habe, dass der einfach nichts gemacht hat und mir nicht mal ein Dirt House geschickt hat. Also ich hätte eigentlich mal gerne geguckt, was bei 10 Euro da rumkommt. All in all auf jeden Fall eine richtig geile Nummer, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt mir gerne Themenvorschläge, die ich auf Fiverr bauen lassen soll, in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, meine Freunde, sind wir durch. Ich verlinke euch natürlich sämtliche Fiverr-Artists, außer den ersten, der nichts gemacht hat, der Schwanz, unten in der Videobeschreibung. Und das war's von diesem wunderschönen Video. By the way, meine Freunde, ganz wichtige Info, ihr habt es ja schon am Anfang gehört, ich stream heute Abend, beziehungsweise heute Nachmittag wieder gegen 16 Uhr oder sowas fange ich an zu streamen. 16.30 Uhr ungefähr, haltet die Augen offen. Wir spielen wieder Sky Factory und es wird wieder gegrindet, denn wir wollen eine Riesenüberraschung für Max machen. Also, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, tschüss.